Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wins and Fails, heute mit Gold Shadow, meinem Selfrancais aus Vailedale. Der kam vor ziemlich genau 2 Jahren ins Spiel, das war nämlich zum Valentins-Event bzw. kurz vorher. Heute übrigens ohne Facecam, da ich noch ziemlich zerstruppelt aussehe, eben erst aus dem Stall gekommen bin, aber ich jetzt gerne das New Hillcrest Championat noch mitnehmen wollte, denn da brauche ich definitiv mehr Übungen drin. Und ja, da möchte ich heute mitreiten mit Gold Shadow, mal schauen, wie es läuft. Und dann mache ich jetzt einen kleinen Cut, ihr kennt das ja schon, und wir sehen uns gleich beim Championat. So, und auf geht's, wow, neben dem riesen Jovikschen Urpferd. Das war gerade eben noch richtig Nerventerror, weil kurz vorm Championat hat sich auf einmal mein Star Stable geschlossen. Ich war schon angemeldet und dann hatte ich noch 2 Minuten bis zum Championat und auf einmal kommt die Rückmeldung, Star Stable Online funktioniert nicht mehr. Ja, dann habe ich neu gestartet und bin noch 5 Sekunden vorher, konnte ich mich dann erneut anmelden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So viel Stress hier am Abend. Das vertrage ich nicht. Das verträgt mein altes Herz nicht mehr. So. Huch, es leckt ein klein wenig. Ich werde jetzt hier heute mal keine großartigen Kunststückchen ausprobieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diesmal bin ich durchgekommen an den Fliegen vorbei. Bienen, ich weiß. Ob ich mir das je merken kann. Ja, und hier könnte man jetzt rechts rum, wie die Holly das macht. Aber ich habe das noch nicht wirklich geübt und ich will nicht, dass ich schon wieder hier einem Pferd die Chance verbaue und versaue. Das ist das, was ich momentan noch üben möchte, dass ich eben von der Brücke runterspringe über die Insel und dann nochmal springen, weil das ist eine krasse Abkürzung. Aber das will ich erstmal noch offline für mich üben. Das will ich nicht unbedingt hier in Wins and Fails machen. Aber bislang läuft es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Erstaunlich gut, denn das ist ja eigentlich, sind zwar ja natürlich auch hängen geblieben, aber das hier ist ja eigentlich das Modell des Standardpferdes, des Jorvikschen Warmbluts. Und momentan halte ich mich auf Platz 2. Die Holly ist natürlich jetzt sehr weit vor, die hat die perfekte Abkürzung bekommen. Es gibt sogar noch eine weitere Abkürzung, die sie jetzt glaube ich nicht genommen hat, aber dennoch hat sich hier Gold Shadow extrem gut geschlagen, muss ich sagen. Extrem gut. In Gruppe 2. Also wirklich top, muss ich sagen. Ich bin gerade sehr überrascht, denn wie gesagt, er hat das Modell des alten Jorvikschen Warmbluts. Er ist ein Selfrancais, was allerdings, das muss man auch sagen, auch reingekommen ist, nachdem ja das schon begann, dass neue Pferde immer schneller wurden. Das war ja wohl das erste Mal mit dem Araber so, das war dann mit dem Fjordi so. Dann kam er dann rein mit dem Morab und dem Morgan zusammen, die beim Landgut stehen. Also ja, ich muss aber sagen, das lief heute wirklich, wirklich gut. So, wen hatten wir alles dabei? Die Emma Farhaus, die Elsa Cloudball, die Penelope Startree, Stella Windwill. Dann haben wir Victoria Opal Knight, Leni Steelbell, Sarah North River, Alexis Mystery Hall, Lara Mighty Forest, Isabella Big Gren, Luisa Moonwatcher, Jacqueline Diamond Gren, Hannah Yellow Daughter, Audrey Grey Ride und dann liebe Grüße. Herzliche Glückwünsche auf Platz 3 an die Lucy Green Sister. Dann reihe ich mich ein auf Platz 2 mit Gold Shadow. Ich zeige euch gleich noch die Schleife, die wir gewonnen haben. Und ganz besonders herzliche Glückwünsche an die Holly Suntree auf Platz 1, die diese Abkürzung genommen hat, an der ich momentan noch ein bisschen üben muss und üben möchte. Das war es jetzt soweit von den Wins and Fails. Aber wie gesagt, ich zeige euch gleich natürlich noch die Schleife, wie ich das jedes Mal mache, wenn ich einen der ersten 3 Plätze erreiche. Und ja, vielen lieben Dank auch für die Glückwünsche, die hier im Chat gerade aufploppen. So, und da sehen wir jetzt hier auch die Schleife, die jetzt zwar nicht zu seiner Satteldecke passt, aber ihm doch wirklich sehr, sehr gut steht. Jetzt dreh doch mal den Kopf nach links. Wir haben hier diese weiß-roten Bänder, die typisch sind für das New Hillcrest Championat. Und dann hier oben
dieses Hufeisen mit dem Pferd, was da so durchspringt, in Silber. Ich liebe die Schleife nach wie vor, weil sie ist so unheimlich detailliert. Sie sieht wirklich schön aus. Da ist überhaupt nichts dran zu meckern und ich finde die total toll. Und ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich die vom zweiten Platz habe. Weil bislang war bei mir New Hillcrest immer entweder Hop oder Top. Also entweder bin ich auf den ersten gekommen oder ich habe richtig hart gefailt und habe gar nichts abräumen können. Wenn ich mich richtig erinnere. Das hier war auf jeden Fall ein Win. Es wundert mich tatsächlich, weil ich würde jetzt bei ihm sagen, er kam mir super im Championat vor. Tja, wirklich, wirklich gut. Das werde ich definitiv auch nochmal austesten, auch dann mal noch privat und werde euch dann bei Gelegenheit mal noch ein paar Worte dazu sagen. Ihn möchte ich auf jeden Fall auch nochmal in Quests reiten, denn ja, zu ihm habe ich irgendwie auch eine ganz besondere Erinnerung. Wie ich erzählt hatte ja schon, er hat mich damals nach Golden Hills auf dem Weg dorthin begleitet und huiaiai, das war eine aufregende und spannende Zeit, die ich mit ihm zusammen erlebt habe. Aber ihr Lieben, das war's für heute von den Wins and Fails. Morgen gibt's die nächste Folge Star Stable. Mal schauen, was dann ansteht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!